So, willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Minecraft. Während das Video, während die Aufnahme konvertiert wurde und ich abgecheckt habe, ob man mich diesmal endlich hört, ist es wohl scheinbar wieder Tag geworden. Tja, wir haben somit also die Nacht cheatigerweise überlebt. Ja, wir sind im letzten Part auch glatt voll einmal gestorben, weil ich wieder nur rumgelatscht bin und nichts gebaut habe. Allerdings habe ich hier, glaube ich, eine nette Bleibe gefunden. Die Welt ist übrigens arschklein. Habe ich auch festgestellt, aber vielleicht ergibt sich ja noch die ein oder andere Überraschung und dann ist die Welt doch nicht so klein. Hier habe ich übrigens schon den ersten Höhleneingang gefunden, eventuell. Yep. Sieht ganz danach so aus. Und was ist das? Ein Pilz. Den nehmen wir mit. Oh, das hat sich gruselig angehört. Wir gehen gleich wieder hoch. Huch. Ich weiß nicht, ob ihr genug seht jetzt, aber doch, wenn ich auf die Aufnahme starte, seht ihr genug und ich glaube, ich trinke mal schnell was. Nicht? Doch, da hinten. So, dann nehme ich mal einen Schluck. Ja. So. Phew. Ja. So. Ja, im letzten Part habe ich auch erklärt, dass es ja ein 100% Let's Play wird. Wiederhole ich mich gerade? Ich weiß es nicht. Ja, das heißt, ich zock mit euch also. Im 100% heißt im Prinzip, dass ich mit euch die Trophäen alle mir schnappen werde von der PlayStation 3 Version. Das verstehe ich also unter 100%. Ich werde mir alle Trophäen schnappen. Ich habe schon 4 oder so. Und sobald ich sie dann alle habe, also meine Platin-Trophäe, die ich verdient habe, beende ich dann auch das Let's Play. Das soll es dann gewesen sein. Ich bin gespannt, wie lange das braucht. So, jetzt fangen wir hier neu an, weil wir ja gestorben sind. Eine Karte crafte ich mir, glaube ich, nicht, weil mir das irgendwie zu blöd ist. Wenn ich da andauernd sehe, wie klein diese Map ist, kriege ich nur einen Anfall. Ja, ist mir irgendwie zu blöd. So, haben wir ein bisschen Holz. Jetzt bauen wir uns endlich mal eine Hütte, damit wir die nächste Nacht auch wirklich überleben. Weil wir sind ja gestorben. Ist ja auch irgendwie klar, wir hatten ja nichts. So. Ja, für 100% müssen wir den Nether besuchen und auch das Ende und den Enderdrachen besiegen. Ja, das heißt, wir haben ganz schön viel vor uns. Vor allem, ja. Ich war selbst noch nie im Nether. Und im Ende erst recht nicht. Ich habe zwar Minecraft auf dem PC gezockt, aber nicht mega intensiv und ja, bin jetzt kein Suchti gewesen und bin auch kein Pro. Ja, bin gespannt, was da so alles auf mich zukommen wird. Ich bin gespannt, was uns alles passieren wird. Ich hab grad voll keine Ahnung, wie ich bauen soll oder wohin. Aber ich denke, hier sieht es doch ganz nett aus. Hier ist die Schneewelt, Schneelandschaft. Ja, man merkt schon, hier ist echt alles sehr eng beieinander. Hier ist die Schneelandschaft, irgendwo da hinten ist schon die Wüste oder so. Es ist alles ziemlich eng beieinander. Ja, da vorne ist schon die Wüste oder was. Es ist ziemlich eng beieinander, die Welt ist ziemlich klein. Es liegt aber daran, dass eben der Speicher für die Blazy, der reicht einfach nicht aus, um dass die Welt einfach riesig generiert werden kann. Leider. Ist echt schade eigentlich. Ja, die Welt hat hier eben Grenzen, anders wie auf dem PC. Da ist ja unendlich groß. Ich höre schon wieder Monster, was soll der Scheiß? Naja, kann man nichts machen. Ist halt so, ne? Damit müssen wir zurechtkommen. Wir zocken hier ja auch nur auf 100%. Das ist ja kein Dauer-Let's Play und so. Hups. Danke. Ja, unsere Ausdauer ist schon wieder weg. Über dem Inventar da unten. Oder unsere Hand.
sehen wir übrigens noch eine Anzeige zum Leveln. Unsere EP-Anzeige, wir können leveln und so. Ich gehe jetzt gerade hier hin, ich weiß nicht wieso. Wo war denn jetzt die Höhle? Ich brauche Nahrung. Ich muss Brot herstellen. Wo war denn jetzt? Ich hatte doch eine geile Höhle. Irgendwo. Die suchen wir nachher. Hier ist Holz. Das ist gut. Hier bleiben wir. Oh, schön. Ja. Huh, es regnet. Alles klar. Es regnet. Passt, wackelt und hat irgendwie Luft. Können wir so lassen. So, jetzt kümmern wir uns echt erstmal ums Haus, bevor wir irgendwas anderes machen. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Ich bin sehr auf den Nether gespannt. Ich spiele übrigens auf normal, nicht auf leicht. Häuser und Festungen habe ich ausgeschaltet. Das heißt, wir treffen auf keine Dörfer und eben keine Festungen. Wir sind allein in dieser großen, nein, in dieser kleinen Welt. In dieser Little Big World. Hahaha. Eine kleine Anspielung auf Little Big World. So, das wird jetzt bestimmt ganz lustig. Spannend wird es dann vor allem, wenn wir dann zum ersten Mal in Höhlen sind. Und mal sehen, vielleicht mache ich noch ein Let's Play auf dem PC. Oder auch nicht. Das sehen wir dann mal. Das sehen wir dann. Hey, hier kann man ja auch nicht großartig irgendwas bauen, wenn die Welt so klein ist. Ne? Man kann hier nicht großartig irgendwas nachbauen. Das geht nur auf dem PC. Ist schon ein bisschen schade, muss ich schon sagen. Aber okay. Was soll's. Ich glaube, Tutorial-Welt ist größer als diese Welt hier. Oder überhaupt die generierten. Tja, was soll man sagen? Ist halt so. Vielleicht wird es ja irgendwann gepatcht. Wäre sehr wünschenswert. Wirklich, weil es ist doch arg klein. Genug genörgelt. Jetzt zocken wir erstmal ein bisschen. Und ey, wir haben schon richtig schön viel Holz. Und nein, viel ist es eigentlich doch nicht. Und ja. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich das erste Haus hin pflanze. Ich weiß ja gerade gar nicht, wo die Höhle ist. Wo ich die gesehen habe. Die muss ich erstmal finden. Meine Stimme ist heute irgendwie ein bisschen seltsam. Die tut auch, was sie will. Die tonlagenmäßig. Ich möchte aber nicht heiser werden. Das will ich nicht. Oder bin ich schon? Nein, bin ich nicht. Will ich auch nicht werden. Da sieht man das weite offene Meer. Das bedeutet, da ist schon die Levelgrenze. Schon schade. Da ist nicht unsere Höhle. Da ist ein Dschungel. Da ist die Schneewelt. Da ist noch eine Insel. Sieht zumindest aus wie eine. Ein Huhn. Huh. Ein Pool. Sand können wir gerade auch mal ein bisschen mitnehmen. Weil wir brauchen Glas später. Gleich haben wir wieder automatisches Speichern. Das möchte ich ausschalten irgendwie. Das ist lächerlich. Zu Schießpulver zu kommen. Interessant. Aua. Ja, aber die kann ich nur mit Schwertern besiegen. So, los geht's jetzt da. Optionen bitte. Standardeinstellungen. Oh nein, 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 nein. Was ist das?
Speicherintervall. Aus. Dankeschön! Oh. Oh mein Gott, was ist das? Verstehe, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Oh, riesig, Alter. Nein. Dann will ich das kleiner machen. Hä? Dann kann ich das ja auch so machen. Och, wie süß. Ja, dann machen wir das auch so. Ist denn jetzt schon wieder Nacht? Naja, gut, aber es regnet ja. Da sind ja nicht gerade viele Monster unterwegs. Ja, ich weiß, ich bin schrecklich. Ich renne schon wieder bloß rum und baue kein Haus. Aber ich möchte halt eine gute Lage haben, weißt du? Wobei, es ist das erste Haus, es ist gerade egal. Aber ich will meine Höhle wiederfinden. Aber da ist keine. Aber da ist ein Creeper. Und da ist ein Ender. Ich höre gerade ein Ender. Oh, Motherfuckers. Du stirbst jetzt erstmal. Los. Du hast gar nichts zu sagen. Du stirbst. Stirb. Stirb. Oh. Stirb. Ich nicht. Ich nicht. Ich sag. Fick dich! Das gibt's doch nicht. Schon wieder gestorben. Ich bin am Arsch. Ich behindert oder was? Und wir spawnen wieder in diesem gefickten Dschungel. Das ist nicht schön. Ich will das nicht. Das gibt's doch alles überhaupt null. Es macht keinen Spaß. Es ist scheiße. Gibt's doch gar nicht. Hau ab. Hau ab. Geh einfach nach Hause jetzt. Tschüss. Komm, stirb. Ja, stirb einfach. Stirb, hopp. Geh weg jetzt von mir. Mann. Schlimm, echt. Wirklich. Wirklich. Es ist wirklich schlimm. Aber gut, ich habe ja auch auf normal gezockt. Sag mal, ist ja gerade von meiner Schnauze gespawnt. Oh Mann. Kriege ich meine Sachen noch? Wo sind die? Wo bin ich hingerannt? Oh, hier sind so viele Monster, Alter. Nur weil ich auf normal gezockt habe. Jetzt, ich habe ein Ei aufgesammelt. Was ist das denn? Gut, dann habe ich halt jetzt ein Ei. Das ist schon scheiße hier. Warte mal. Hier ist ein Schwein. Da sind meine Sachen. Ha. Ich bin gut. Oh, oh mein Gott, war da... Oh, Alter, bin ich mich jetzt... Habe ich mich jetzt erschrocken von dieser Scheißspinne? Das gibt's ja gar nicht. Hab ich mich jetzt erschrocken? Alter Falter, da ist die Höhle. Okay, gut. Dann weiß ich, wo ich das Haus hinbauen kann. Falls ich dann irgendwie so weit überhaupt komme. Das ist ja erstmal die nächste Frage. Ja, ich bin gerade still, weil ich gerade konzentriert übelst schnell baue. Ja. So sieht's aus. Liebe Freunde der Natur. Ich will nicht, dass irgendeiner da reinkommt. Ja, das ist jetzt die schlechteste Hütte der Welt. Weiß ich auch. Aber ich bin geschützt. Zwar nicht vom Regen, aber von diesen schrecklichen Monstern. Boah, alter Verwalter, das ist echt übel hier. Wahnsinn. Naja, ich bin geschützt.
erstens. Fürs Erste. Ist die schlechteste Hütte der ganzen Welt. Oh, God damn it. Jetzt crafte ich mir erstmal sowas hier. Und eine Werkbank. So. Die kommt erstmal dahin. Ja, Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Zack. So. Oh, ein Schwert kann ich mir schon craften. Ist ja wunderbar. Da könnte ich alles niedermetzeln, aber das mache ich noch nicht. Oder doch? Sollen wir? Nein. Erstmal... Ich habe doch was verloren. Ich hatte doch irgendwie 64 oder so. Schienen. Für was brauche ich jetzt eine Schiene? Oh, Netherzaun. Hm. Wie gesagt, wie man craftet, all sowas, ne, was das alles ist und so. Haben wir schon im Tutorial gelernt. Ne? Das, ja. ja, Sandstein kann ich machen, will ich aber nicht. Scheiße. Ich bin ja jetzt für eine Spitzhacke. Und ein Schwert geht auch noch. Das ist geil. So. Ab in die Mine! Die nächste Trophäe. Von unserem 100%. Prozent, ja. Und Zeit zum Zuschlagen. Lol, noch eine Trophäe. Wunderbar. Ach, fürs erste Schwert. Ja, so hageln die Trophäen. Also, ich denke, das 100%. Die 100% werden wir relativ schnell erreichen. Relativ. Ich meine, ich brauche einen Nether und alles. Ich werde allerdings nicht nur jetzt mich drauf fixieren, alle Trophäen zu erhaschen. Ich werde schon auch ein bisschen bauen und so. So ist es nicht. Ich denke, ich traue mich jetzt mal raus. Oh, das war auch schon der erste Fehler. Und ich will gar nicht sterben jetzt. Und das ist so behindert! Ja, das ist alles behindert. Und natürlich. Natürlich spawne ich wieder hier. Wo auch sonst? Ne? Wo auch sonst? Gell? Ist ja, ich hätte halt doch nicht raus sollen. Jetzt darf ich natürlich wieder gucken, wo ich bleibe. Ist natürlich wieder scheiße hier. Aber mittlerweile weiß ich ja, wo ich hin muss. Nämlich einfach hier hin. Hier ist auch ein Ocelot. Das erste Ocelot. Die sind selten übrigens. Da ist ein Creeper. Ich gehe gerade in die völlig falsche Richtung. Wir können eigentlich gerade nochmal sterben. Na. Könntest du dann... Ich finde mein Haus nicht. So finde ich mein Haus natürlich nicht. Hier ist eine Insel voller Schweine. Ja. Ich finde mein Haus nicht mehr. Ich weiß es. Ich werde sterben. Was? Ich werde sterben. Aua. Gib mir noch ein Aua. Na los. Und noch eins. Komm. Ich würde es ja sehr begrüßen, wenn es wieder Tag werden würde und es endlich aufhören würde zu regnen. Würde ich sehr... Oh. Meine Gebete wurden erhört. Wer hätte es gedacht? Aber jetzt finde ich natürlich mein Heim nicht. Ich bin natürlich völlig falsch gelatscht jetzt. Ist natürlich alles wieder weg, bis ich da bin sowieso. Ich hatte mir ja nur ein Schwert gecraftet. Ist ja nicht so, als wäre es irgendwie nicht wertvoll gewesen. Und so, ne? Jetzt kann ich wieder gucken, wo ich bleibe, Mann. Jetzt ist alles wieder scheiße. Ist alles wieder scheiße. Das Let's Play fängt scheiße an. Tja, ja, ich hätte halt einfach nicht raus dürfen, ne? Aus meinem bescheidenen Häuschen, so. Jetzt kann ich gucken, wo ich bleibe. Wie schon gesagt, wo ist mein Haus? Ich kenne mich nicht mehr aus. Da vorne, oder? Sieht doch ganz gut aus. Nein? Dürfte ich mal da durch.